erstmal, ja, wir freuen uns super, hier zu sein in München, denn wir sind wirklich waschechte Münchnerinnen. Und hier hat auch alles angefangen im Olympiastützpunkt. Wir sind schon sehr früh aufs Eis gekommen und haben hier auch 5 Jahre trainiert. Diesen tollen Leistungssport hatten auch einen ganz tollen Trainer damals aus der russischen Nationalmannschaft, der uns hier trainiert hat, Alexander Wedinin. Und so kam dann eins zum anderen. Wir haben den Sport professionell betrieben. Irgendwann mussten wir leider aufhören aufgrund der Schule und der Schauspielerei, aber umso glücklicher sind wir jetzt, ich vor allem nach 7 Jahren zurück aufs Eis zu kommen. Durfte letztes Jahr schon mit meiner Schwester zusammen mit Atlantis auf Tour gehen und dieses Mal zum 75-jährigen Jubiläum nochmal. Ja, ich kann es gar nicht glauben und für uns ist tatsächlich wirklich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Wir waren früher nämlich selber Gäste von den Holiday on Ice Shows, saßen auf der Tribüne und haben aufs Eis geguckt und heute haben wir eine andere Perspektive von hinter der Bühne und von auf dem Eis auf die Zuschauer. Das ist was ganz Besonderes für uns und wir können es immer noch nicht glauben. Jetzt seid ihr auf dem Eis. Was sind so die prägendsten Unterschiede, wenn ihr jetzt das einmal vergleicht? Ja, Valentina ist jetzt schon seit fast 4 Jahren in Berlin bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und ich war Alles, was zählt, seit fast 3 Jahren. Und da hat man natürlich, wenn man mal was nicht so gut hinbekommen hat, nochmal die Chance, es zu wiederholen oder nochmal aus einer anderen Perspektive oder Einstellung zu machen. Das Tolle bei Holiday on Ice ist, dass wir Live-Publikum haben. Wir haben nur eine Chance und das Tolle bei uns in der Show ist auch, dass die Zuschauer so wahnsinnig nah am Eis sitzen. Sprich, wenn man an den Zuschauern vorbeifährt, spürt man eigentlich, ob die was gut finden oder nicht, ob sie staunen, ob sie applaudieren, ob sie einatmen. Und das macht es für uns so besonders und es ist Live-Publikum. Und das sind alles so Sachen, die natürlich auch für viel Aufregung sorgen, die aber auch sehr glücklich machen. Wir werden euch gleich auf dem Eis sehen. Ihr habt eine Saison schon hinter euch. Jetzt geht es weiter mit einer zweiten Saison. Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen? Weil ihr seid ja nicht einfach nur Gaststars, die quasi aufgesetzt sind. Also ihr seid ja richtig dabei. Was erwartet uns denn jetzt heute bei dieser Show mit euch? Genau, wir sind nicht nur aus Plakat gefotoshoppt worden, sondern wir sind tatsächlich Teil der Show. Es gibt 2 Akte. Der erste Akt ist über Wasser, wo die Stadt natürlich noch am Leben ist. Dann gibt es wie soll ich sagen, wenn Atlantis untergeht im Umbruch und dann kommt der 2. Akt der Show unter Wasser. Valentina und ich werden sowohl über Wasser als auch unter Wasser zu sehen sein. In der Pause sind wir auch noch mal kurz da und möchten natürlich auch das Publikum begrüßen, vor allem weil wir gerade in unserer Heimatstadt in München sind. Das lassen wir uns nicht nehmen. Und dann sind wir noch mal im spektakulären Finale zu sehen. Also wir sind 4-mal fest eingebunden in die Show und da freuen wir uns auch schon drauf und ja. Das ist es. Ja, wir freuen uns, hoffen natürlich, dass viele Leute gekommen sind und vor allem, dass Ihnen allen auch die Show gefallen wird. Wir sind echt auch aufgeregt und gespannt. Ja.